Die Chiemgau-Tour ist ein Klassiker. Die viertägige Wanderung führt zunächst von Aschau auf den Hochries, die zweite Etappe zum Spitzsteinhaus, von dort geht es hinüber zur Priener Hütte und am letzten Tag zur Kampenwand. Vor uns liegen über 42 Kilometer, 3000 Meter im Anstieg und 2200 Meter im Abstieg. Schon beim Start in Hohenaschau kann man das Ende der letzten Etappe gut sehen, die Kampenwand. Der erste Anstieg hat über 300 Höhenmeter und wir erreichen die Hofalm. Danach wird das Gelände offener und nach knapp 6 Kilometern befinden wir uns an der Riesenhütte. Sie ist derzeit geschlossen. Man kann aber auf den Bänken vor der Hütte eine Rast einlegen. Hinter der Riesenhütte erstreckt sich eine Ebene mit den Hamburger Hütten und dem Hochries. Von hier nehmen wir den Aufstieg in Angriff und plötzlich befinden wir uns auf dem Gipfel. Er erscheint etwas unspektakulär, aber die Ausblicke sind überragend. Am nächsten Tag geht es wieder hinunter und dann geht es hinauf auf den Predigtstuhl. Vor uns liegt der Gratweg des Klausenberg mit herrlichen Ausblicken. Hinter dem Gipfelkreuz führt der Weg zur geschlossenen Klausenhütte. Wir erreichen eine Ebene vor dem Brandlberg und Spitzstein. Die Ausblicke sprechen für sich. Vor uns liegt der Spitzstein. Der Weg über den Nordwandsteig ist sehr steil. So nehmen wir die Umgehung zum Spitzsteinhaus. Am dritten Tag steigen wir ab nach Sachrang, begleitet mit diesen Ausblicken in das Kaisergebirge. Im Ort queren wir die Hauptstraße und steigen auf zur Priener Hütte. Wir gehen nicht die Forststraße, sondern nehmen den Aufstieg über die Wildbichler- und Rettenbachalm. Er führt uns auf einen Höhenweg mit Blick auf das Kaisergebirge. Schließlich erreichen wir die Burgeralm und Wandberghütte. Nun sind es noch 30 Minuten bis zur Priener Hütte. Diese erreichen wir mit Ausblicken zum Spitzstein und Geigelstein. Am vierten Tag geht es dann zunächst hinauf auf den Gipfel des Geigelstein. Der Aufstieg ist recht einfach. Und oben sollte man etwas Zeit einplanen. Wir steigen wieder ab und vom Sattel gelangen wir zur Rossalm. Hinter einer Ebene folgt ein steiler und seilgesicherter Abstieg vom Weidlanerkopf. Die Passage ist schnell geschafft und wir haben freie Sicht auf die Kampenwand. Nach 5 Stunden Gehzeit erreichen wir die Sonnenalm. Bergab geht es dann mit der Kampenwandbahn zurück bis nach Hohenaschau.